Guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, ich habe es mir nicht nehmen lassen können. Ich musste das orangene Lenkrad schon einbauen. Die G-Klasse ist soweit außen fertig. Das wisst ihr ja von den letzten Videos. Es ist so, ich werde jetzt mal eine schöne Probefahrt damit machen. Ich finde das total geil. Guck, ob nichts wackelt, quietscht oder sonstiges. Ich werde ihn auch mal waschen. Eben alles ausprobieren. Schauen, ob auch keine Fehlermeldung bei längerer Fahrt im Display bzw. im Kombi-Instrument bezüglich der neu verbauten Elektronik auftritt. Viel Spaß mit dem Video. Dann möchte ich auch noch unsere Wohnwagenfreunde hier auf dem Kanal begrüßen bzw. nicht so lange auf die Folter spannen, denn für diesen Hobby 660 WFU habe ich ein Mover-Kit bestellt von Enduro und das werden wir hier auch in den nächsten Tagen verbauen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein neues Wohnwagen-Schrauber-Video freuen. Hier mal einen näheren Blick. Wir haben hier insgesamt 4 Mover, praktisch für die Doppelachse, 2 vorne, 2 hinten. Hier das Gestänge und auch die richtige Batterie. Wenn ihr übrigens solche Mover bei uns erwerben möchtet, beziehungsweise könnt ihr sie auch einbauen lassen, wir kommen da recht günstig dran. Wir haben hier gute Messepreise und werden ab sofort Enduro hier in Österreich mit anbieten. Aber dazu mehr im nächsten Video, wenn der Wohnwagen hier dran ist. Dann machen wir mal eine schöne Ausfahrt hier mit der G-Klasse. Ihr seht, dieses orange Lenkrad, hammergeil. Auch die Tasten funktionieren. Hier einmal drücken, Tankreserve weg. Keine Meldungen bislang vorhanden. Das ist auch schon mal gut. Und hier, wenn ich hier streiche, ja, meine Parktronik, da muss ich vorne dran. Und zwar das österreichische Kennzeichen. Das ist zu lang und geht in den Sensorbereich von der Parktronik. Von daher ist es ein bisschen schlecht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber läuft einwandfrei. Tanken könnte ich 271.000 Kilometer runter. Aber das Gute bei dem Fahrzeug, der hat bei Mercedes-Benz mit 150.000 Kilometer einen nagelneuen Motor von Mercedes-Benz eingebaut bekommen auf Garantie. Das heißt, die aktuelle Maschine, die hat gerade mal 120.000 Kilometer runter. Das Fahrzeug ist vom Vorbesitzer sehr gepflegt worden und jeder Service ist gemacht worden. Innen drin sieht er noch pipifein aus und außenrum habt ihr ja in einem Video gesehen, da hat man hinten ein kleines Rostfleckerl an der Ecke hinten. Das hat uns die Lackiererei Steiner in Gunskirchen wunderbar erledigt. Aber ansonsten, bis jetzt läuft das Ding hier einwandfrei und keine einzige Fehlermeldung. Auch beim Lenken keine Schleifgeräusche jetzt. Das hatte ich schon mal bei einem Lenkrad, das ich umgebaut hatte. Aber das funktioniert alles einwandfrei. Hupe geht auch. Die ganzen Tasten hier, die ganzen Bedienfelder, alles funktioniert wunderbar. Und hier neben mir könnt ihr mal sehen, das ist schon mal der Sitzbezug für die Sitzfläche. Den habe ich jetzt einfach mal so nebendran hingelegt, um es auf mich wirken zu lassen. Ich finde das Affentitten geil. Und auch die Türverkleidungen hier, diese Lederfelder, die werden auch in diesem Karo-Muster gemacht. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier meinen Kumpel Ricardo treffen. Das ist ja mein Tischtennis-Spätzle. Und dem werde ich jetzt erstmalig die G-Klasse nach dem Umbau als ersten zeigen. Und ich bin mal auf sein Urteil gespannt. Hallo Ricardo.
Ich wollte dir mal meine neue G-Klasse hier vorstellen. Ja, sehr schön. Schau mal hier von vorne. Schau dir mal den Umbau an. Was sagst du? Das ist ja wie das neue Modell. Ja. Gefällt das? Voll, ja. Mega. Und was sagst du von hinten? Voll super. Ja? Sehr schön geworden, ja. Geht sogar alles. Auch mit diesen schlanken Rücklichtern, ne? AMG schon drauf geballert hier. Frisch. Radlaufverbreiterungen, Felgen. Und was sagst du, Lenkrad? Ja, mega. Bin gespannt, wie es dann ausschaut. Schau mal, ich habe schon was drin liegen. Als ja. Farbmuster, mach ruhig auf die Tür. Ja, das schaut geil aus. Dass man mal so ein bisschen einen Bezug dazu kriegt, habe ich gedacht, ich lege es einfach mal drauf. Das Lenkrad, alles funktioniert. Wunderbar. Und schau mal vorne jetzt. Jetzt habe ich die Ringe eingeschaltet. Das kommt jetzt richtig geil. Schau her. Ich finde das total geil. Wenn du überlegst, wie er vorher ausgeschaut hat. Okay. Sagst du gar nicht, wie alt ist der schon? Ja, der sieht jetzt aus wie der Neiche. Das kannst du eigentlich nicht erkennen. Diese Art von Bodykit, die ich in China gekauft habe, die ist sehr zum Verwechseln ähnlich, würde ich es mal sagen. Und von der Aufbauweise auch ziemlich gleich, weil die Kotflügel sind von oben geschraubt, die sind so ein bisschen geschwungen, wie du siehst. Die gehen ein bisschen nach außen und dann haben sie so eine leichte Biegeform. Ja? Und auch die großen Blinker, die vorne sitzen. Und ich finde halt mit diesen großen, runden Ringen, also diese Tagfahrbeleuchtung, ja, affengeil. Mhm. Aber schau mal her, hier habe ich ein kleines Problem. Siehst du das? Die Kennzeichenaufnahme, die ist kleiner. Siehst du das hier oben? Und eigentlich haben wir ja längere Kennzeichen. Und jetzt sitzt der Parksensor da. Und jetzt erkennt er hier schon einen Widerstand praktisch oder ein Hindernis. Und jetzt bimmelt mir die Parktronik da rum. Jetzt muss ich gucken, dass ich, weil ich will, dass das Nummernschild unbedingt da bleibt, weil von der Optik muss das da sitzen. Ich kann das nicht hier nach oben nehmen, weißt du? Und ich muss halt jetzt gucken, dass ich den Parksensor irgendwie hier drüben in dem Bereich unterbringe oder irgendwie durch die Programmierung mit der Startdiagnose, keine Ahnung, vielleicht kann ich ihm dieses Feld ein bisschen ausprogrammieren. Aber da habe ich noch Probleme. Da habe ich jetzt praktisch eine Fehlermeldung. Das hat man auch vorhin gesehen im Video, dass ich hier eben Vollausschlag habe bei der Parktronik. Die funktioniert jetzt aktuell noch nicht. Das ist eigentlich mein einzigstes Problem. Was meinst du? Wenn es im Kennzeichen ein bisschen runter sitzt? Na, das geht auch nicht. Das geht einfach nicht, weil hier dieser Sensorbereich, hier schlägt er schon an. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das Kennzeichen in den Rahmen da unten rein arbeite, aber das muss genau so da sein. Das ist von der Optik her, passt das so am besten hin. Und ich muss mir mit den Parksensoren halt was einfallen lassen. Aber das schaffe ich schon. Da lasse ich mir was einfallen. Und wenn ich sie hier vorne irgendwie einbaue, ja, oder hier mit integriere, keine Ahnung. Ich werde es irgendwie, muss unten. Ja, oder da unten, also hier vielleicht in dem Bereich irgendwo positionieren oder hier, keine Ahnung. Da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist wirklich noch eine Sache, die wird interessant, wie ich das löse. Aber hier die runde Schnauze, gell? Diese runde Motorhaube. Du kennst ja das Auto von vorher, gell? Das ist ja echt der Hammer. Na, ich bin also auch wirklich voll überrascht, wie das geworden ist. Und vor allem auch, wie ich die Teile vorher habe lackieren lassen. Und im Prinzip nach dem Lackieren angebaut und fertig. Das heißt, Bodykit kaufen, Teile lackieren lassen, alten Scheiß wegschrauben, neuen Scheiß dran schrauben, gucken, dass alles elektrische funktioniert und los geht die Kuh. Und das mit der Parktronik ist tatsächlich ein Problem. Und der hintere linke Scheinwerfer zeigt mir ab und zu mal im Cockpit an, Schlusslicht links. Was das ist, weiß ich nicht. Denn diese Scheinwerfer, die haben auch so eine,
so eine Begrüßung. Weißt du, die tun so ein Begrüßungslichtspiel machen. Und ich weiß es nicht, ob der CAN-Bus dann sagt, okay, vielleicht erkennt er das als Fehler. Weil dann macht er nämlich den hinteren und den rechten Scheinwerfer, das hintere und rechte Rücklicht mal kurz an und aus. Mhm. Und vielleicht erkennt dann der CAN-Bus, warum machst du mich aus? Ne? Mhm. Also irgendwie sowas. Aber vielleicht kann man das ja auch rausprogrammieren bzw. ausmachen. Okay, so weit, so gut. Aber ansonsten gut geworden, gell? Sehr gut. Also gut, dann mega bin ich geil, ja. Auch von hinten sieht er super aus, ne? Ja, voll, ja. Total. Kann man so lassen, oder? Ja, nehme ich. Alles klar, okay. Also, mal schauen, was noch so passiert. Oh nein! Guten Tag. Wahnsinn. Aha! 18 Sekunden. Und schon geht's!
Oh! Oh! Nein! Nein! 1917? Oh, der war gut. 1918? Ich mach vorne. Ja! 19 Beine! Ja! Oh, schiebt! 2019! Ja! Nein! Wie kannst du das? 20 Beine! Ha! Nein, 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 nein! 21, 20. Ach, shit. Yes! Leute, ich sollte mal spannen. Scheiße. So, Leute, ich schwitze. Ganz knapp verloren. Ach, wieso Kante? Ich ging so viel auf die Kante. Aha, war da nicht drauf? Weit weg, du. 2-1. Na, viel zu stark. 3-1. Was mach ich denn damit? Oh. Ach komm. 5-1. Oh. Aha. 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 Geht doch. 5-3. Oh, ja, mach. Aha, geht auch. 6-4. Ich geh auf. Schön, Digga. Oh. Oh. Oh, nein. 7-5. Ja. Oh, wieder Kant, wieder Finger. 8-5. Ach, der läuft doch mal rein, du. Aha. 8-6. Jawohl. Oh, 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 das war Fingerschläger, Kombination. 2-6. Ja. Oh. 10-6. Ja. Oh. 10-7. Oh. 10-8. Jawohl. Hey. Oh. Ah. 10-9. Jawohl. Ja, so viel Spin für dich, gell? Ah, ja, komm. 13-11. Ist jetzt zu schnell für dich. Wiederkannt.
Das gibt's nicht. Ich bin der Loser durch und durch. Ja, Koffer durch. Das sind die Australian Open. 2-0 für dich. Ja. So, dritter Grand Slam. Mhm. Bis 21, 10 Satz. Also, 0-0. Los geht's. Oh. 1-0. So, der will jetzt anders spielen, das kannst du. Oh! Aha! 2-0. 2-0. Nein! 18, 16.
Wir kriegen einen Anflieger. Das gibt's nicht. Ah, jetzt kriegen wir einen Anflieger. 19 Sitze. Oh, nein! Wie mache ich das sonst jetzt dann? 20 Sitze. Leute, wir spielen noch die alte Tischtennisregel. Bis 21. Alle 5 Wechsel. Und der Hund macht mich fertig. Wahnsinn. So, let's go. Ja. Ach schön, ich war jetzt noch nicht bereit. Wow. Ja, oder? Oh, okay. Bist du wirklich so die Kante? 3-1. Gib's hoch, du. Oh. Aha, da kommst du immer hin, ne? Da hast du auf der anderen Seite. Ah, da! Oh, ja. Und 2. Sonst. Oh! Oh! Ah! Ah! Ja! Aber 6-5? Ja. Aha, 7-5. Oh! 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 Nein, nein, das habe ich schon gesehen. 7-6. Yes! Ich bin stärker, ich bin so. Und jetzt bringe ich an die Kante. Mal sehen. Ja, dann renn ich leider mal auf der anderen Seite durch. 14-10. Ja. Next. Oh, und wieder Kante. Das gibt's nicht, wenn ich so kann. Oh, danke. Oh, oh, fuck, oh, ey. Das gibt's nicht, der hat wieder Hundspiel mit dir. 17-10. Ich mache die Feder selber. 19-12. Ja, schnell, gleich wieder los. Leute, ich bin am Arsch. Ciao, Papa.